Moin, moin, herzlich willkommen, liebe Leute. Erster Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, ihr hattet gestern alle einen schönen Tag. Ich hoffe, wir auch. Wir sind reichlich beschenkt worden. Ich hoffe, ihr auch. Und so weiter und so fort. Und ich hoffe, alles ist reibungslos verlaufen, ohne besondere Vorkommnisse, je nachdem. So, der ist dann auch fertig. Kann ein bisschen wieder weiterarbeiten. Den können wir jetzt mal losschicken. Dann fährt er wohl zum Hofsilo und entleert dort. So, da können wir mal kurz mal gucken. Also das, ne, wie sieht mit dem kann es nicht funktionieren. Den lassen wir alleine fahren, aber dann machen wir mal leer, dann hätten wir zumindest ein Gerstefeld irgendwann geerntet. Weil anders wird es nix. Da einfach reinstellen, schaffen wir noch schnell, bevor er zum Ende ist und pischen was raus. Ne, der ist noch nicht fertig. Ja. Das ist doch auch schon wieder komisch. Aber einige Weihnachtslieder sind so leise, man hört sie eigentlich gar nicht. Halt in die Richtung, Drescher, wenn du möchtest. Könnte höchstens sagen, Kursabzeichnung beginnen, Kursabzeichnung stoppen, Abfahrer einstellen und dann mal gucken, was passiert. Der Kurs stimmt theoretisch. Damit auch aktuell gefahren. Muss das mal wieder aktivieren. Dann sehen wir auch schon mal, dass es ein bisschen echt runter ist, ne? Von Feld 12, 8, 9, bald 12. Er ist bis da gekommen. Und der John Deere steht da hinten irgendwo fest. In seiner zweiten Sammelbahn immer noch. Und der 87er ist voll. Ach, er schon wieder, ne? Das ist komisch. Auf dem Feld stört er mich nicht, aber sobald ich aus dem Feld rauskomme, greift der Autodrive irgendwie in mein Fahrverhalten ein und stoppt mich. Ganz schön frech. So, ich bin gespannt. Also wenn ihr Bock habt, schreibt ihr gerne mal in die Kommentare rein, was ihr Schönes gekriegt habt zu Weihnachten. Also wenn ihr da Bock habt, gehe ich dann nächstes Mal drauf ein, was Schönes so dabei war. So, erledigt. Ab aufs Held. Aber immerhin, ne, muss man sagen, haben wir doch ein bisschen was erledigt. Hier von dem Gras sammeln. Aber es ist immer noch viel. Hier sind fünf lange Reihen. Das sind auch fünf Anhänger voll, so ungefähr. Wir sind immer noch im zweiten Vorgewende, weil der John Deere hinten irgendwie hängt. Aber er hat schon eine richtige Lücke hier gerissen. Und nachher werden die Bahnen noch kürzer, dann schaffen wir da ein bisschen mehr. Aber das mal ganz so nebenbei, ne? Hoffentlich kriegen wir das bis zum Ende des Jahres fertig. Viel Zeit haben wir dann nicht mehr. So, Fahrer einstellen. Rutsche ich einmal hier rüber. Und was der Probleme hat. Aber der ist voll. Und ist bis hier vorne gekommen. Also dann sollen wir den da am besten auch wieder ansetzen. Dann haben wir da nicht mehr das Problem. Dann ist nämlich die zweite Vorgewendereihe gleich durch. Ich bin gespannt, ob es irgendwann umswitcht, das richtig trockenes Heu wird, aber wir haben Glück, ne, dass es nicht so windig ist, dass wir nicht Doppeltrocknung haben. Vorhin hatten wir Neutraltrocknung, weil wir haben nur 13 Grad und wir hatten nicht viel Wind.
Gut. Ja, Klappe zumachen. Da ist der Fendt. An sich schönes Gespann, ne? Der Fendt vorne mit dem Sammler, der John Deere hier mit dem Krone-Sammler. Das läuft schon gut. Sieht auch richtig effektiv aus. Also es ist genauso gut eigentlich wie mit dem Class Hex da. Stück machen wir noch selber und dann müssen wir gleich mal wieder zu den 87ern wechseln. Da haben wir wohl Probleme. Na gut, der kommt. Der andere Anhänger war ja am Abfahren, ne? Kann also logisch sein, dass das gerade passiert. Gut, den müssen wir einmal kurz retten. Mal schauen, was passiert. Ob der LKW uns umhaut oder nicht. Aber mittlerweile funktioniert das mit dem Abladerohr. Ja, der kommt auch, ne? Bisschen langsam, aber unterwegs. Egal, wir machen es selber. Der soll ja auch keinen Autodrive nutzen. Das hat er vorhin schon mal gemacht. Angekommen, dann dachte ich, nö, jetzt fahre ich das Rohr mal wieder rein. Und jetzt soll das hier. Jetzt macht er die halbe Bahn gerade. Ich glaube, er darf aber nicht so schnell auf dem Feld fahren. Das war so ein bisschen das Problem. Dass er deswegen nicht zu Potte kam. Und machen wir mal 40 auf dem Feld, ne? Oh, guck mal, hier passiert was. Das ist gut. Ich weiß aber sowieso nicht. Sollen wir hier mal kurz zur Brauerei gucken, ob da wohl schon mal mehr angekommen ist? Ich glaube aber nicht, ne? 67.000 Gerste. 49.000 Weizen. Ne, ist auf jeden Fall noch nicht mehr angekommen. Wir hatten auch schon ein bisschen Weizen in die Mehlfabrik geschafft. So, was hatten wir denn noch? 3, wo meine ich Hafer? 2 ist Hopfen. Die Maisgeschichten sind eh noch nicht erntereif. Ja, und hier können wir mal kurz übernehmen, wieder die Abfahrer. Einmal den raus und einmal den raus, weil da sind immer beide drin. Ne? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Courseplay ist aktiviert und Autodrive ist irgendwie aktiviert. Obwohl ich immer nur Autodrive aktiviere, aber durch das Refill, wie auch immer das dieser Modus heißt, springt er dann doch hier immer mit rein. Aber macht nichts. Nächste Ladung. John Deere kommt hoffentlich auch gleich. Und zack, haben wir wieder 110.000 runter vom Feld. Wir bräuchten so einen Sammelwagen mit 70.000 Volumen. Haben wir so einen? Nee, ne? Ich glaube, das ist der größte, der Krone. Obwohl, es gibt noch einen, ne? Der ein bisschen mehr Volumen hat. Das wäre natürlich noch praktischer. Wir müssen, wo der aufgehört hat zu sammeln. Ansonsten schicken wir ihn hier einfach los und dann sammelt er schon. Da, Basti. Ende der Bahn. John Deere habe ich noch nicht entdeckt. Muss ich auch gar nicht. Nehmen wir den so lange. Mal so kann das laufen, oder? Wenn das mal gut läuft. Also, aber nicht zu laut sagen, dann kommt nämlich gleich wieder irgendwas Böses erwachen und dann steht das Spiel wieder komplett. So wie gestern auch. Schön am Weihnachtsfeiertag mit Absturz. Ich finde, der hängt hinten so ein bisschen durch, ne? Aber hat der John Deere hier wohl so an sich mit dem Sammelwagen.
Ich würde sagen, das Gute ist zumindest hier genug Power, um da einigermaßen hochzukommen. So, jetzt können wir ihn hier auf der dritten Reihe losschicken. Keine Fehlermeldung unten drin, was für uns heißen würde, drei Drescher. Vier Drescher fahren gerade. Weiß nicht, ob der nicht einen Versatz drin haben sollte von irgendwie 10 cm auf die eine Seite. Dann lässt er ein bisschen weniger übrig. Eigentlich sogar 20 cm. Das sind zwar nur Kleckerdinger, die du überlässt, aber es tut ja nicht Not. Ich glaube, so wird es besser. So, wie weit bist du schon? Das passt auch ganz gut gerade. So muss es funktionieren. Ich sag's halt. So kann man eine gute Übergabe machen. Und so schaffen wir auch relativ effektiv das Feld leer geräumt. Ne? Sowieso so mit zwei solchen Fahrzeugen oder einem Wechsel. Wenn wir den jetzt wieder zurück am Ort und Stelle haben, müsste der John Deere eigentlich fast soweit sein. Da auch voll ist. Also eigentlich braucht man nur zwei so eine Sammler und dann kann man hier mit das Silo relativ schnell voll machen. Wir sehen auch echt schon, ne, dass es doch näher kommt hier. Ich freue mich, wenn wir das gern lassen können. Vor allem freue ich mich auch auf die Maishäckselaktion. Natürlich auch wieder nicht einfach werden wird. Aber einfach kann jeder. Oder wie heißt es schön, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Das machen wir eher so hier. Müsste da eigentlich auch noch mal hoch, also ein bisschen Lücken füllen. Vielleicht machen wir das mal vorne gleich ein bisschen schräger. Da sind schon noch fiese Lücken hier oben, die man gut schließen könnte, damit man einen sauber gehäuften Haufen hat. Sozusagen. Muss halt auch mal sein. Sieht das nämlich hier oben mal aus wie geleckt. Zwischendurch haben wir schon mal ein bisschen was über die Kante gekippt, wie wir sehen. So ungefähr. Ist ein bisschen besser wieder geworden. Und hier geht schon ganz schön steil bergab. So, also im besten Falle braucht man sich echt nicht um die Drescher kümmern. Wir haben hier Zeit genug und können uns ums Gras sammeln kümmern. Weil dann können wir auch gleich Feld 23 abmähen lassen. Wollte damit nämlich zu früh starten. Mal wieder ein 87er rein, aber es läuft gerade. Ich bin zufrieden. Die haben auch echt schon was weggerissen hier vom Feld. So, ich denke, da kommt gleich einer. Ich soll die mal lieber in Ruhe lassen. Ja genau, wollen wir jetzt mit dem dreschen? Ich denke eher so an Mähen. Grasfelder 23. Jetzt will er nicht, ne? Weil ich einmal reingetappt bin wahrscheinlich. Bis eben ging es noch gut. Das habe ich einmal berührt, so ungefähr, und schon macht das Schwierigkeiten.
Aber wir sind auch beide, glaube ich, gleich so gut wie voll. Interessant wäre ja auch, was eigentlich auf der 4 passiert, ne? Nix, glaube ich. Ja, hier fährt immer noch dieses komische Ding da rein. Der LKW kriegt da auch so ein bisschen hinterher wahrscheinlich, warte mal. Ja, der fährt ja mit Autodrive. Der 97er muss auch einmal vom Courseplay leer gemacht worden sein. Die Vermutung liegt nahe, was der gemacht hat. Achso, ich habe beide Kurse noch drin. Ups. Ich glaube, ich nehme ein Fahrzeug. Ach, es ist schon wieder so weit. Folge ist zu Ende, du. Und die Folge ist nicht zu Ende. Weil ich jetzt keine Lust mehr habe, sondern die Folge ist zu Ende, weil es wieder den gleichen Fehler scheinbar gibt wie beim letzten Mal. Ja, was geht denn jetzt? Sollen wir Fehler machen, oder? Jetzt geht's wieder. Kurzzeitig hatte ich ein bisschen Panik, dass wir schon wieder festhängen. Da wieder das gleiche Problem. Der John Deere macht das gleiche oder was macht der? Wo fährt er hin? Die sind schnell voll, ne? Das muss man schon sagen. Zack, voll, zack, voll, zack, voll. Aber da wir uns gerettet haben, machen wir trotzdem jetzt Ende, die Leute. Denn ja, gibt natürlich noch eine weitere Folge. Heute um 12 gibt es eine zweite Folge. Und wenn ihr Bock habt, schaltet ihr gerne wieder rein. Bis dahin. Und den Rest Vormittag noch. Bis dann. Tschüss.